Ehre mit Wien Wiesbaden, FIFA 18. Wir sind Zweiter, haben aber ein Spiel mehr als der VfR. KSC ist punktgleich mit uns. Ach du Scheiße. Wir spielen jetzt gegen Rot-Weiß Erfurt. Meine Nase bringt mich um. Rot-Weiß Erfurt ist 13, da 13, 13 Torverhältnis. Was haben wir ein Torverhältnis? 23, 13. Hat ja nichts zu bedeuten. Training habe ich jetzt vergessen, egal. Erkältung immer noch. Alter, meine Nase bringt mich um, sage ich euch. Geht lange noch. Liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Wolf Fuß und neben mir hat wie immer Frank Buschmann Platz genommen. Buschi. Hallo auch von meiner Seite. Heute stehen eigentlich alle Eben ja Zeichen mit auf Spitzenfuß. Ultimate Team abgestiegen? Liga 9 zurück. Heute heißt ja, es also Rot-Weiß Erfurt gegen den Ein SVW Spiel, was ich 2-0 Wiesbaden. Geführt habe, also ich weiß auch nicht. Ich führe die Spiele und dann geht nichts mehr. Es geht nichts mehr. Wir haben nur 5 Punkte. Das letzte Heimspiel haben sie gewonnen. Heute wollen sie das wiederholen. Dieses überzeugende 3:0 wird natürlich einiges an Selbstvertrauen verleihen. Ich denke, das geht so weiter und sie gewinnen erneut. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Schöne hellgrüne Trikots. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Und jetzt die Chance. Alter, wie schießt er denn? Und Ecke. Jetzt die Ecke. Den klärt er. Moment, Robert Andrich. Schön dazwischen gegangen. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Christopher Andersen. Manuel Schäffler. Da trennt er ihn fair vom Ball. Gutes Tackling. Fair gemacht und er hat den Ball. Carsten Kamlott. Sein Name, Carsten Kamlott. Wir sind noch früh im Spiel. Da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Ich muss mich jetzt bei Karriere ein bisschen beeilen. Ziel war es ja, bis Weihnachten mit Saison 1 fertig zu sein. Jetzt haben sie den Ball verloren. Das ist natürlich harmlos. Kann jetzt schon. Da muss die Abwehr nichts machen. Das war ungefährlich. Noch einige Spiele. Wenn ich jetzt 30 Spiele dazu rechnen würde, grob geschätzt. Die Gäste zuletzt mit offensiv richtig starken Auftritten. Zurzeit haben sie auch die meisten Tore in der Liga erzielt. Und die Fans hoffen natürlich, dass heute gut, ich jetzt Spiel so weitergemacht wird. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Aufnehmen können, klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Die Krankheit so immens runtergezogen hat. Da spielt also heute hört sich meine Stimme immer noch schlimm an, aber die war ja noch schlimmer da. Heftig. Voll erwischt diesmal. Jetzt die Flanke. Gute Hereingabe. Schön, was machen Sie draus? Jetzt kommt der Schuss. Nein. Da kommt der Schuss. Das ist das erste Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel. Mega bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Und da machst du dann auch als Torwart irgendwann dann nichts mehr. Ja, den ersten kann er ja sogar noch halten, aber dann doch der Treffer. So, da hätten wir also das 1:0. Das gibt Freistoß. Ich weiß nicht, wenn Chef das sich mal verletzt, ich glaube, würde Wien direkt absteigen. Die Chance jetzt. Kein Tor nach dem Freistoß. Der Torhüter hat ihn. Ditken. So natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. Wird's jetzt gefährlich? Schussversuch. Offen. Abgewehrt vom Torwart. Eckstoß also. Die Ecke kommt. Da können sie erstmal klären.
go, go, go. Ich hasse das, wenn man die Heldung aufnimmt. Man versucht als nicht zu niesen, nicht die Nase zu ziehen und so weiter. Man, Christoph Benz. Das könnte die Chance werden. Ballverlust. Weiß, was heißt wach? Jetzt der Schuss! Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Christopher Andersen. Müssen wir jetzt auf jeden Fall Gas geben, weil Manuel Schäffler. Kurz nach Neuer wird jetzt ganz gefährlich in der werden. Zweiten Liga schon anfangen. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Wenn wir aufsteigen. Wenn wir nicht aufsteigen, Let's Play direkt beendet. Abgefangen, gut gemacht. Oder nicht so schlecht, man weiß es ja nicht. Carsten Kamlott. Jetzt müssen Sie aufpassen. Das war einfach. Und er hat den Ball. Robert Andrich. Dittgen. David Blacher. Klasse Einsatz, aber kommt er auch an den Ball. Christoph Benz. Einer der Spieler scheint sich hier verletzt zu haben. Und deswegen unterbricht der Schiri auch kurz das Spiel. Ist ja jetzt neu, ist komplett neu gewesen, dass man jetzt ein Drittliges spielen kann. Die Drittliga ist neu, deshalb haben wir uns ja dafür entschieden gehabt, das hier zu machen. Wir haben keinen Stürmer auf der Bank. Toll! Und Blacher verletzt. Nein. Da musste er runter wegen der Verletzung. Ja, und dann geht es hier jetzt mit Schiedsrichterball weiter. Der wird uns fehlen, Capitano. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und das Spiel verlieren und unser Captain super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Natürlich ein super Carsten Kamlott. Und direkt zurückgespielt. Weg ist der Ball. Manuel Schäffler. Jetzt ja. Vielleicht. Eine das ist jetzt starke Parade. Gute Chance jetzt hier zum Ausgleich. Ich dachte, der geht rein. Der macht ihn nicht. Steven Ruprecht. Oh, ja, klasse nicht. Kopfball. Aber kein Tor. Mein Gott, war das knapp. Unfassbar. Unfassbar. Gutes Pressing jetzt. Wie viele das macht er sehr gut und bleibt am Ball. Ich will nicht wissen, Christoph wie Benz. Viele Spiele wir haben. Na gut, wenn wir 10, doch 10 und 9. Also wir hatten 10. Das heißt, sind noch 28 Spiele. Carsten Kamlott! Super dazwischen gegangen. Das könnte gefährlich werden. Robert Andrich. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Christoph Benz. Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. Er versucht es mit dem platzierten Ball, ist aber nicht platziert. Robert Andrich. Ich schaue mich im Moment nur 7 Folgen ab. Fängt diesen Ball ab. Total. Muss ich mal gucken. 2 Folgen sind irgendwie verschwindibus. Christopher Andersen. Müller. Müsste mehr sein, die verschwinden. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Ich habe das vorbereitet. Defensiv machen sie es gut. Folge ein Team gemacht. Bis auch am Ende habe ich 2. Müsste ich jetzt bei Folge 12 sein. 13. Timo Röttger. So viele Folgen habe ich jetzt nicht. Jetzt wird es gefährlich. Das weiß ich. Manuel Schäffler. Irgendwas ist verschwunden gegangen. Klasse Pass! Zu früh gestartet, es gibt Abseits. Ein Tor. Durchgang 2 läuft. Und den Ball hat er sich geholt. Einwurf. Dittgen. Robert Andrich. Wird's jetzt gefährlich?
Sehr guter Einsatz. Carsten Kamlott. Robert Andrich. Müller. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ich komme nicht gut verteidigt. Nicht durch. Gut verteidigt hier. Bei der Flanke gestört worden. Das war's. Carsten Kamlott. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Kamlott. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Oh. Seine Zuspiele kommen heute eigentlich extrem gut. Der hier ist eine echte Ausnahme. Steven Ruprecht. Christopher Andersen. Robert Andrich. Den Angriff. Der kommt kein einziger Ball so durch. Ballverlust. Chung Peng. Pass auf die Außenbahn. Also der hat sich echt gut gemacht. Müller. Jetzt aber. Er versucht's. 1-1. Treffer abseits. Das gibt's nicht. Da ist die Fahne oben. Gut gesehen vom Assistenten. Klasse Leistung heute. Und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Unfassbar. Sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten. Er gibt das Foul und Freistoß. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da kommt die Flanke. Ne, die Flanke war zu unpräzise. Hey, was mache ich da? Gute Chance. Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Ich bin mal gespannt. Ist das schon ergebnissicher? Welche Spieler wird jetzt eine Auswechslung geben? Angeln werden. Alter. Nächste Chance, noch eine Ecke. Fast dem Gegner den Sperl aufgelegt. Aber jetzt die Ecke. Das war einfach. Ich meine, und er hat den Ball. Über die Mittellinie. Gut, dass er dazwischen geht. Das wäre gefährlich geworden. Da kommt kein einziger langer Ball. Das wir müssen uns was anderes werden. Überlegen. Und da ist der Ball wieder weg. Das war bei Ultimate Team auch. Abseits. Ich gehe nach einer Viertelstunde 2-0 in Führung durch schönes Passspiel. Was passiert dann? Die Pässe kommen nicht mehr an. Robert Andrich. Gegner schießt 30 Meter. So natürlich, Tore. Kein Problem. Er holt sich den Ball. Toll. Jetzt wird's gefährlich. Toller Abschluss. Gutes Tackling. Und Session 1. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Gut den Ball hier. Alter. Das könnte Spiel die Gelegenheit geben. Klasse gemacht. Den muss er machen, oder? Ja, Wolf. Da war alleine gedacht. Durch. Und dann versagen ihm die Nerven. Ich hätte ihn gefeiert. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schmeißen wir mal alles nach vorne. Und jetzt die Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Ich glaube, das Spiel sieht ist verloren. Gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Verdienter Treffer hier für Sie. Sie haben einfach mehr vom Spiel. Das stimmt vollkommen, Wolf. Wer sich die Chancen so erarbeitet, der macht einfach seine Tore. Ist doch klar. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob Sie so weitermachen. Gute Aktion jetzt. Hereingabe jetzt. Alter. Kein guter Abschluss hier. Unglaublich. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Das war Pech, das ist abseits. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Super dazwischen gegangen. Viertelstunde noch. Hätten wir keine Stimme mehr einwechseln können. Könnte jetzt was werden. Boah. Auf den kurzen Ball spekuliert. Aber die haben auch gar keinen Bock, die rennen auch gar nicht. Jetzt müssen sie aufpassen. Müller. Jetzt vielleicht. Der Ball ist weg. Abstoß.
klasse Stimmung hier, Buschi. Was sagst Wiener du? Wiener machen es spannend in der Liga. Die für einen Lärm machen. Jetzt die Niederlage wird uns wahrscheinlich aus den ersten drei Plätzen raushauen. Christoph Wenz. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Für Schäffler geht es ja auch um Platz 1 in der Torjägerliste. Der sollte eigentlich Gas geben. Fängt diesen Ball ab. Warum macht er so eine Drehung? Warum macht er den Ball nicht gleich in die Mitte? Da steht er oben ganz alleine vom Tor. Jetzt ist Platz für den Konter. Unglaublich. Timo Röttger. Wow. Sorry. Kurze Huste. Mit dem Ball am Fuß Richtung. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Das ist nett. Er passt immer auch den Ball direkt in den Fuß, also in den Mann rein. Er setzt sich durch und jetzt können wir. Hä, was war das denn jetzt für eine Übergabe? Carsten Kammlott. Ja, das war ja wohl ein Spiel zum Vergessen. Kurze Distanz, das war nicht allzu schwierig. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Das könnte gefährlich werden. Manuel Schäffler. Ganz entfernt sein Schuss. Selbst der kriegt das Ding nicht rein. Und auch den kann er abwehren. Eine richtig starke Leistung heute. Steven Ruprecht. Er versucht's. So, noch ein bisschen Ergebnis Kosmetik. Mehr aber auch nicht. Ja, schade. Das ist aber auch kein echtes Aufbau mehr. An der Niederlage ändert sich nichts. Will ich gar nicht sehen. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Obwohl ich es euch ja immer zeigen wollte. Oder ihr es sehen wollte, die Tore-Nummer. Das könnte schon die letzte Gelegenheit sein. Carsten Kammlott. Wird das seine Torchance? Carsten Kammlott. Alter, ein fantastischer Treffer. Das ist heute sein 1 Spiel. 4. Er macht sein drittes Tor. Klasse. Was für ein Instinkt und... Was für eine Quote. Das war sein drittes Tor. Erfurt geht heute alles. Spiel. Was für ein Lauf. Uns vielleicht gar nicht. Ja, also die Richtung dürfte. Immerhin, Paderborn hat verloren, Aal nur unentschieden gespielt. Kassier hat gewonnen. Ach du Scheiße. Ja, der ist verletzt, das haben wir ja schon gesehen. Wir sind weiterhin Dritter. Der KSC ist jetzt Erster. Boah. Ja. Rostock 19 da. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich geht's dann besser.